Paris. Hier begann die internationale Karriere von Cesaria Evora. Und hierhin kehrt sie immer wieder zurück. Ihre Basis, wenn sie auf Europa-Tournee ist. In Paris gibt sie auch die meisten Konzerte. Wie im Grand Rex Anfang April. 5 Abende ausverkauftes Haus. In Paris haben wir Cesaria Evora auch vor ein paar Tagen getroffen. Beim abendlichen Streifzug durch das 14. Arrondissement hat sie uns ihre Geschichte erzählt. Cesaria Evora stammt von den Kapverdischen Inseln. Ihr Vater starb früh und ließ seine Frau mit 7 Kindern zurück. Meine Mutter ist die wichtigste Person in meinem Leben. Sie war eine sehr starke Frau und hat immer hart gearbeitet. In dieser Beziehung bin ich ihr sehr ähnlich. Ihr ganzes Leben lang sang die heute 63-Jährige in Hafenkneipen, Nachtclubs und Strandcafés, hielt sich mit Murnas über Wasser, Lieder voller Gefühl und Nostalgie. Zirksi. Murnas, unsere traditionelle Musik auf den Kapverden, sind eine Art Religion und Therapie. Sie können Leiden lindern, unsere Traurigkeit erlösen. Ich habe das selbst so erlebt. Ich habe von Menschen gehört, die sich bei meiner Musik verliebt haben. Sie wollten, dass ich bei ihrer Hochzeit auftrete. Ob aber die Musik jemandem helfen kann, hängt von der jeweiligen Person ab. Entdeckt wurde Cesaria Evora 1993 von einem französischen Produzenten. Und gleich ihre erste Platte wurde ein internationaler Erfolg. Und der reißt bis heute nicht ab. Ihre Tourneen führen die Evora um die ganze Welt. Zu ihren Fans gehören unter anderem Madonna, Yusundur und David Byrne. Ich bin immer noch die gleiche Person wie früher. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, anders zu sein. Gut, damals war ich arm, jetzt habe ich Geld. Aber ich engagiere mich in vielen sozialen Projekten, vor allem für Kinder. Und fördere auf den Kapverden junge Musiker. Und auch das hat sie beibehalten. Seit bald 40 Jahren ist sie die barfüßige Sängerin. Auf der Bühne, auf der Straße trägt sie dicke Schuhe. Die Kälte in Europa setzt ihr zu. Trotzdem geht sie gerne bummeln und genießt die Ansprache der Menschen. Auf dem kurzen Weg vom Hotel zum Restaurant mussten wir 5-mal Halt machen. Autogramme, Danksagungen. Die Menschen mögen ihre Musik, auch des Trostes willen. Das weiß sie, die auch die Schattenseiten des Lebens kennt, nur zu gut. Wir Musiker können an all den Kriegen und dem Elend in der Welt nichts ändern. Wir können nur ein wenig dazu beitragen, dass sich die Menschen etwas besser fühlen. Wenn ich singe, sehe ich häufig viele glückliche Gesichter. Ich wünschte mir, die Menschen könnten immer so sein wie während meiner Konzerte. Dann wäre die Welt sicher ein besserer Ort. Tabai, fogi brava, tá passa pra mim ver, tá fica pra chorar.